Ich zeige euch nochmal alles. Das ist die Knete. Das ist das Star Wars Bild, auch extrem gut. Oder halt, wie gesagt, der Packer, finde ich, sind so die drei Favoriten, finde ich. So Leute, wir haben endlich die 8 Gewinner gezogen. Ihr werdet sie gleich im Video sehen. Ich wollte nochmal Danke sagen für die ganzen Einsendungen und auch nochmal Danke an alle Leute, die so fair mitgemacht haben im Stream und auch fair bewertet haben. Tut mir leid an die Leute, die leider nichts gewonnen haben. Vielleicht beim nächsten Mal, wenn es wieder so ein Gewinnspiel gibt von Supercell. Ich finde es toll, dass ihr euch alle so engagiert habt. Wie gesagt, nochmal herzlichen Glückwunsch an die Gewinner. Ich habe schon die E-Mail rausgesendet. Ich habe auch gesagt, ihr könnt mir mal bitte dann ein Bild schicken als Beweis, dass ich die Community nicht angelogen habe. Dann werde ich euch auch nochmal im Stream zeigen, dass ihr eure Sachen bekommen habt. Von $250 zu $75. Kann man sich alles im Shop holen, was man eigentlich will. Der eine mehr, der andere weniger. Oder ihr holt euch halt vielleicht mehr und zahlt ein bisschen was drauf. Ihr habt jetzt erstmal einen Gutschein. Ich wünsche euch nochmal viel Spaß mit den Sachen. Des Weiteren habe ich mit Supercell noch geschrieben, eventuell wird euer Bild noch auf Facebook oder Twitter promoted werden von also der Sean, mit dem ich geschrieben habe, der ist von Supercell, der findet euer Fanart richtig gut. Ich habe mich da nochmal eingesetzt, dass das eventuell gepostet wird. Wir werden mal schauen, ob das in Zukunft passiert. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video und dass ihr auch nichts mehr verpasst, könnt ihr gerne ein Like und ein Abo da lassen. Ich würde mich freuen und dann viel Spaß mit dem Video. So im Finale, oder nee, sogar der Packer eigentlich auch, das stimmt, der Packer eigentlich auch, der Packer ist auch brutal geworden. Was, ihr seht nichts? Scheiße. Doch jetzt. Standbild, RIP. Ist das nicht der Eisgeist? Warte, ich guck mal kurz. So, das ist der Packer. Das ist das Star Wars Bild, das ist die Knete oder die Valkyrie. Boah, ist das schwer. Das ist schwer, Leute. Das ist richtig schwer. Wir machen eine Abstimmung, wo Leute mehrmals abstimmen können. So. Platz 1. Star Wars. Knete. Packer. Oder... Nee, dann machen wir Star Wars, Knete oder Packer. 3 ist okay. Star Wars, Knete oder Packer. Einfach mal bitte hier mit abstimmen, Leute, dass wir einen besseren Überblick haben. Star Wars, Knete oder der Packer. Ich zeige euch nochmal alles. Das ist die Knete. Das ist das Star Wars Bild, auch extrem gut. Oder halt, wie gesagt, der Packer, finde ich, sind so die drei Favoriten fürs Finale. Nochmal Knete. Der Packer. Oder Star Wars. Link bitte hier nochmal. Das Star Wars Bild lasse ich nochmal drin. Die Knete liegt schon mal ganz schön weit vorne. Na, ganz schön weit ist übertrieben. Jetzt holt ihr gerade wieder Star Wars auf. Packer ist dann doch abgeschlagen. Also es ist eigentlich ein Finale zwischen Knete und Star Wars. Und ich finde auch eigentlich, die Knete ist schon brutal. Ja, es ist schwer. Das mit dem Star Wars ist halt eigentlich so eine geile Idee. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, das Bild ist richtig gut. Entweder das wird jetzt erster oder zweiter. So sieht's aus. Star Wars beste Abstimmung im Finale. Ja. Endabstimmung, ja. Es sieht so aus, als würde die Knete gewinnen, Leute. Und ich denke, damit haben wir den allerersten Platz, dass die Knete halt erster wird und die $250 einfährt. Der zweite Platz geht dann an das Star Wars Bild, bekommt nur $50 weniger, ist trotzdem viel Geld. Mit $200 kannst du immer noch viel im Shop kaufen. Und ich würde sagen, Platz 3 bis 5, ne, Platz 3 und 4 machen wir nochmal extra aus. Das finde ich dann am fairsten. Da haben wir schon mal Platz 1 die Knete und Platz 2 Star Wars. Und dann würde ich sagen, für Platz 3 und 4 brauchen wir jetzt auch nochmal was. Nochmal im Schnelldurchlauf alle Sachen, die ihr habt. Ich weiß, wie der Macher heißt. Ich habe nur so eine E-Mail. Wir haben die Valkyrie für Platz 3. Die Nachthexe hätten wir auch für Platz 3.
Den Ice Spirit ist, wie gesagt, klar, es ist ein YouTube-Video, aber er hat es selber gemacht. Also alles cool, Leute. Er hat es selber gemacht, hat sich das so ein Video angeguckt. Alles vollkommen okay, alles legitim. Die Super Magie-Truhe wäre noch dabei. Das Bild mit dem Riesen und den Guards finde ich auch nicht schlecht. Hat auch auf jeden Fall einen Platz verdient. Der Packer, das Wasserfarbenbild, die Zeichnung gibt es noch. Und dann, ja, das war's schon. Was sagt ihr, Leute? Jetzt wird's schwer. Jetzt wird's richtig schwer, Alter. Jetzt wird's richtig schwer. Jetzt spalten sich halt die Dings, die Gemüter. Also ich kann euch schon mal sagen, ob ihr vielleicht Platz 3 mit mir teilen würdet. Ich würde ganz ehrlich den Packer auf Platz 3 nehmen, weil ich den auch richtig, richtig gut finde. Da ist auch richtig viel Arbeit drin. Oder halt dieses Bild hier mit den Riesen und den Guards. Was ich halt auch wieder extrem, extrem gut finde. Das wäre jetzt so für mich, entweder einer von den beiden ist Platz 3. Was sagt ihr, Leute? Ich denke auch, dass viele den Packer wollen, weil da ist richtig viel richtig viel Arbeit drin. Wollt ihr nochmal Abstimmung oder was? Ihr wollt nochmal eine Abstimmung? Dann machen wir die Platz 3. Aha, ich kann nichts tippen. Alles klar, Straw Poll. Verabschiedet sich. Ja, wir machen eine Abstimmung, Leute. Platz 3, Packer, Valkyrie, Guards, Zeichnung. Machen wir das einfach mal so, das ist fair. Die waren jetzt hier oft am Start. Riese ist mit freier Hand gezeichnet. Woher weißt du das? Ja, aber jetzt ist der Packer weiter vorne. Na, weiter ist auch wieder eine Übertreibung. Packer und Guards ist hier Kopf an Kopf, aber der Packer sieht so aus, als würde er das Rennen machen. Eisgas ist nicht... Was? Eisgeist? Nicht du, Low. Total unorganisiert. Was für ein Eisgeist? Hä? Ja, Packer ist mit Computer gemacht. So, was wurde jetzt Dritter? Dritter wurde... Ja, der Packer. Gut, Dritter wurde der Packer. Sonst brauchen wir noch Platz 4. Mit 100 Dollar. Wir gucken uns noch Platz 4 jetzt an. Wer soll Platz 4 erreichen, Leute? Eisgeist, Valkyrie oder halt das gezeichnete Ziel mit den Guards? Was sagt ihr? Nemo, weil ich schicke die per E-Mail. Ich weiß ja nicht, ob du der Echte bist. Sorry. Wer ist für euch Platz 4? Riese, Valkyrie oder der Ice Spirit? Riese Guards eindeutig, ich glaube, das ist nämlich auch. Ja, die meisten sind für die Guards, so wie es aussieht. Mal alle zeigen. Ich kann es euch nochmal zeigen. Das nochmal das mit den. Ups. Das ist der Eisgeist. Und das ist die Valkyrie. Die meisten sind für Riese und Guards, würde ich auch sagen. Und dann haben wir nur noch, viermal 75 Dollar zu vergeben. Viermal 75 Dollar zu vergeben. Jetzt ist die Frage, wir haben noch, ich lösche schon mal die raus, was heißt ich lösche die raus? Ich mache schon mal die fertig sind, nochmal in einen Ordner. Fertig ist das hier, Packer ist fertig und das hier. Dann ist es nur noch so, dass wir 2, 4, 6... Ja, das macht Sinn. Wir haben noch 4 Gewinner und 2 werden übrig bleiben, Leute. Okay, wir schauen nochmal alle an. Die
Welches Bild habt ihr, sagt ihr, welche zwei Bilder sollen raus? Ihr dürft jetzt zwei Bilder rausvoten. Entweder ihr votet die Zeichnung raus, die Walküre, die Nachthexe, den Eisgeist oder halt die Super Magical Chest oder die Wasserfarbenzeichnung. Zwei Sachen bitte rausvoten, Leute. Beziehungsweise ich mache einen Straw Poll, wo man öfter voten kann, schon mal. Wer muss raus? Zeichnung, Walküre, Nachthexe, Wasserfarben, Zeichnung, Eisgeist. Und was war das letzte? Ah, die SMC. SMC gebastelt. Allomotiv. Ja. Hier. So. Leute, das ist das letzte und dann sind wir durch für heute. Einmal bitte mitvoten. Und dann haben wir eigentlich vier Gewinner. Was für eine 140k Gem Opening, das kommt am Wochenende als Video. So, wer muss raus? Results. Wasserfarbenzeichnung und SMC gebastelt, so wie es aussieht. Alles klar, Leute, dann haben wir, denke ich mal, unsere Gewinner. Wasserfarbe und SMC gebastelt, sind damit raus. Und damit haben wir unsere Gewinner, Leute. Und vielen, vielen Dank, dass alle mitgemacht haben. Ich weiß jetzt nicht, wer von den Leuten zuschaut. Ich werde euch auf jeden Fall per E-Mail kontaktieren. Ich werde das Sache alles noch rausschauen, raussuchen. Und dann haben wir auf jeden Fall unsere Gewinner. Die Gewinner sind, wie gesagt, wir machen das nochmal auf. Einmal hier der Jonas, der den ersten Platz belegt mit seiner Knetfigur. Den zweiten Platz hat belegt hier der Kollege mit dem Krieg der Kronen. Richtig gut, richtig, richtig innovativ. Der dritte Platz geht an den Packer mit Cinema 4D. Der vierte Platz mit 100 Dollar geht an die Riesen-Guard-Zeichnung und 4x75 Dollar teilen sich die Zeichnung. Die Walküre, die Nachthexe und der Eisgeist.